Ja, servus Leute und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, den 3.12. Ja, nee, bei euch natürlich nicht. Bei euch ist jetzt dann wahrscheinlich Dienstag die Woche drauf, aber wir haben jetzt bei mir gerade Donnerstag. Und ich habe mir gedacht, fürs heutige Video machen wir mal einen kleinen Blick mit hinter die Kulissen. Ja, ihr wisst, ich gehe auf der Arbeit. Ich komme von der Arbeit heim, dann habe ich meinen Stall. Und ja, nebenbei mache ich, wenn ich dann mal Lust und Laune habe, wie aktuell jetzt gerade wieder, habt ihr bestimmt gemerkt, mache ich meine Videos. Ja, und da haben sich bestimmt schon einige auch mal gefragt, ja, wie machst du das, was für ein Schnittprogramm hast du? Und ja, wie und was und warum? Ja, genau, da habe ich mir gedacht, das könnte ich euch eigentlich mal zeigen. Ist vielleicht nicht verkehrt. Und ja, da wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich kann nichts versprechen. Die Kamera, ob die mit dem Computerbildschirm jetzt dann klarkommt, ob die das macht. Also wenn es jetzt flackert oder was, tut mir leid. Ist keine Absicht, aber ich will es auch mal probiert haben. Vielleicht funktioniert das Ganze. Wenn es nicht funktioniert, okay, dann müssen wir es für die Zukunft, dass das nichts ist. Gut, zeige ich euch einmal, was ich eigentlich nutze. Tja. Fangen wir halt einmal an. Also ich sitze jetzt vor meinem Computer. 18.09 Uhr. Ich müsste halt eigentlich jetzt auf zum Essen. Ich habe versprochen, ich bin heute ein wenig eher drum. Weil gestern hat es bis 8 Uhr gedauert. Also im letzten Video habe ich gesagt, es ist spät geworden. Ja, Computer. Schöner Bulldog, ne? Ja. Einmal wieder ein anderes Hintergrundbild. Und jetzt kommen wir mal dazu, was ich gemacht habe. Also das letzte Video, das, was ihr jetzt zuletzt gesehen habt, habe ich vorhin vor der SD-Karte, vor der Kamera auf dem Computer. Das ist abgespeichert in meinem Unterordner. Das ist übrigens ein externer Festplatten mit 4 Terabyte. Also 3,63 Terabyte davor könnte ich nutzen. 422 GB sind noch frei. Da ist jetzt quasi das Material drin. Im Übrigen, die kann ich wieder löschen. Das sind immer die fertigen. Dadurch sei mir bloß zwischenlochen, dass ich es auch finde. Und das ist eigentlich mein, ja, Sammelsurium und ganzen Videomaterial, was ich gehabt habe. Sind sämtliche Video, die irgendwann einmal rausgekommen sind und irgendwie, das sind auch deleted scenes dabei, könnten wir sagen, also Szenen, die überhaupt nicht dabei waren. Ich könnte aber gar nicht sagen, was für welche, weil das ist immer so zwischendurch. Es hat sich einiges auch gesammelt. Ja. Ich habe jetzt meine neuen Videos da gespeichert, also das war das letzte Jahr, das da. Das war, wie wir da in der Halt drunten waren und den ganzen Fuhrpark umgeparkt, wo ist der MP-Track. Steht unter der Vermerke 1, die anderen habt ihr ja gesehen, haben alle Norma, Daisy, der erste Schnee, der erste Schnitt, bla bla bla. Ich mache mir das ganz einfach, weil dann finde ich es auch leichter wieder. Die kriegen dann immer im Nachhinein noch Norma. Na. So natürlich nicht. Wie nenne ich denn das Ding? Gute Frage. Wo ist er denn? Fragezeichen. Ja, willst du nicht? Ist mir schon klar. Ja, bla bla. So, dann ist der nämlich jetzt da unten irgendwo gespeichert. Ja, genau da. Und das ist das Material für das Video, was ihr zuletzt gesehen habt, das ich jetzt aktuell dann schneiden muss, damit es morgen, am morgigen Freitag rauskommen kann. Ihr seht schon, es ist recht dunkel, muss ich ein wenig nachbearbeiten. Ich hoffe, das funktioniert. Mal gucken, das ist halt leider die Jahreszeit. Auf jeden Fall, da habe ich das. So, mein Schnittprogramm, was ich nutze, ist Shotcut. Ich habe mich damals durchprobiert durch verschiedene und bin bei dem Hänger geblieben. Das hat für mich einfach die schönsten Funktionen. Ich komme damit zurecht. So schaut es aus, wenn ich da reinkomme. Ich habe es ins dunkler Design. Das könnte man auch in hell machen. Ja, und dann brauche ich zuallererst einmal, ich habe jetzt nichts da, mein Intro. Ich habe ja immer mein Intro. Und das speichere ich mir immer ab. Zum Beispiel hier, Farmvlog Intro Herbst 20. Müsste ja eigentlich 2020 schreiben, aber Herbst 2020 quasi. Klickt das doppelt an, rein, runter. Gespeichert. Haben wir schon drin. Das ist meine Arbeitsleiste. Dann gehe ich da oben rein in die 2.
packen wir das erste Stückchen Video. Auch hier runter. Erst einmal alles da reinziehen. Weil das muss dann erst einmal rüberladen. Das dauert seine Zeit. Da arbeitet der Rechner. Gut, das geht schneller. Nächste Szene hier, zack, bumm. Nächste Szene, zack, bumm. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt einmal, wie funktioniert denn das eigentlich? Woher willst du wissen, dass du jetzt was anderes geladen hast? Du ziehst doch immer dasselbe hier runter. Nee, mach ich nicht. Ihr seht da unten drin die Zeit. Wie zum Beispiel jetzt das. Das ist das ganze Video, ist 13 Minuten 39 lang. Ich gehe auf Datei öffnen, gehe zum Beispiel auf Testo, hab dann jetzt die 1,40 runterziehen, ja. Rüber, Testo, na, jetzt, da eine Hände ist das eine Katastrophe. Nu, heute geht's dir gar mal schnell. Jetzt hätten wir zum Beispiel diesen Fall. Ich glaube, das habe ich jetzt schon gehabt, ne? Nö. Ja, da hat der Computer ordentlich zu erben. Bom, 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 bom. Dann ist, glaube ich, das. Und dann ist es das letzte da drum. Das da. So. Wie gesagt, die Zeit springt da unten dann immer weiter. Dann weiß ich, ich habe den nächsten Videoschnipsel. So, dann habe ich alles drin. Jetzt bin ich aktuell bei einer Zeit von 46,25 Minuten oder 46 Minuten 25 Sekunden, die ich da reingezogen habe. So, und das Ganze, das lasse ich jetzt erst einmal in Ruhe laden. Das schaut nämlich dann so aus, wenn es geladen hat. Das sind meine Tonstufen. Da sehe ich dann den Ausschlag quasi. Ja, das kurz dann erst einmal laden. Und noch ein Essen. Wenn es dann weitergeht, dann müsste es geladen sein. Und dann schauen wir mal. Dann können wir es eigentlich ja, schneiden. Dann seht ihr mal, wie das funktioniert, was ich da eigentlich im Hintergrund immer treibe. Man sagt immer quasi hinter die Kulissen gucken im Filmbusiness. Naja, und so ähnlich ist es ja hier. Ihr schaut zwar immer hinter die Kulissen, was hinter meiner Kamera passiert, was ich den ganzen Tag so ein wenig treibe. Aber was dann jetzt passiert, wenn ich das alles gemacht habe und wie das dann mit dem Schneiden und so weiter ist, das seht ihr ja normal nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist jetzt eh Winter, draußen sieht man nicht viel, komm, magst du da mal sowas noch, vielleicht auch nicht verkehrt. Ich gehe jetzt Abendessen, sonst kriege ich wieder Eiche. Ne, wie gesagt, ich habe versprochen, ich bin heute mal mit Ehre dran. Und ja, wir sehen uns nach dem Abendessen wieder. Bis dahin hat der Computer das geladen, der arbeitet sowieso wahrscheinlich die ganze Nacht, ist er wieder gut beschäftigt und dann passt es. So. Jetzt hat es das ganze Material geladen. Zack, 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 zack. Alles da. So schaut es aus. Inklusive Intro. Und jetzt fangen wir mal an. Also ich habe jetzt da schon... machen wir es einmal rückgängig. So. Das ist ja alles schwarz. Das Problem an der GoPro ist, die kommt einfach mit wenig Licht nicht zurecht. Das ist eine Kamera, die will viel Licht. Und das aktuelle... ist scheiße. Ja, da haben wir das Problem wieder. Ich habe dort die Stolltür unten aufgemacht. Die Kamera, die war auf der anderen Türklinken drauf. Und eigentlich ist dort ein schöner Lichtstreu gewesen. Normalerweise war das dort, da hüben der Bereich, ziemlich hell erleuchtet. Sieht man jetzt leider gar nichts davon. Wenn ich jetzt aber hergehe und drehe meine Helligkeit hier hoch, dann seht ihr hier den ganzen Lichtstrahl, der eigentlich zu der Tür rauskommt. Das ist das, was meine Kamera hier total ja, weglässt einfach. Schlichtweg nicht erkennt. Das war hell. Tja. Das ist natürlich so ziemlich vergrieselt, ist klar.
bleibt mir aber fast nichts anderes übrig. Das ist das Problem im Winter. Dann muss ich halt ein wenig tricksen. Mal gucken, was ich von der Szene überhaupt nutzen kann. Mit S kann ich schneiden. So, machen wir es halt einmal so. Ziehen das da drauf, dann haben wir hier so einen Übergang. Zack. Ja. Ich schätze mal jetzt, wann wir da ein Jahr gesagt haben, um Gottes Willen, hat mir wieder gar nichts erkennt. Naja, ist mir klar. Logisch. Ja, da habe ich ja probiert, die Schweinchen rauszulocken. Das habt ihr ja dann jetzt quasi in dem letzten Video erfahren, wo ja der Versuch. Ja, ich sprich jetzt da quasi in der Zukunft. Ich bin gerade an dem Video zu schneiden und sprich aber schon, als wäre der schon in der Zukunft, als wäre der schon gewesen. Das ist nämlich blöd. Ja, probiert es herauszulocken, aber keinen Bock. Die sind bis zu der Tür, da haben sie draußen gesehen, es ist weiß. Ist ja für die Ferkel der Aschtaschnie. Keinen Bock. Die haben einfach bloß Hunger gehabt. Die hört mal ein Brüllen. Die wollen einfach bloß ihr Futter. Nein, du gehst da mal weiter. Da habe ich ihnen das Silo rausgekippt aus der Wanne. Weil ich gedacht habe, vielleicht kommen sie. Naja. Aber die haben mir schlechter als recht geklappt. Können wir ja mal einen Text drunter machen. Machen wir da einen K3. Kann ich nämlich hier auch machen. Dunkel. So. Dann kann ich hier so ein wenig meine Einstellungen machen. War mal zum Mai. Gewohnte Schriftart hier. Zack. Weiß passt hier eigentlich ganz gut. Bisschen kleiner ziehen. Bisschen mehr in die Mitte. So. Und dann haben wir nämlich hier Schrift eingefügt. Tja, wir haben halt keinen Bock. Ich sag ja. Alles versucht, aber wenn die Herrschaften nicht wollen. Probiert nur mit dem Arme. Ja, denkst du, die scheißen mir was? Ja, doch haben wir eine mit raus. Aber bloß auf Silo konzentrieren. Ja, rutschig kalt. Brr, weg. Ja, und an der Stelle beenden wir die Szene. Die gängen jetzt noch ein bisschen weiter, bis 3 Minuten 15. Und wir haben den Schnitt jetzt gemacht bei 2 Minuten 31. Weil einfach nichts mehr passiert ist. Ja, so läuft es. Dann geht halt einfach Material verloren, weil es nichts bringt, es weiter zu filmen. Leute, damit. Ja, da geht es dann eigentlich mit dem Video richtig los.
Mal wieder einen Schnitt, schneiden wir das Stück raus, wo man so blöde Geräusche von der Kamera drin hat. Vom Einschalten. Ja, müssen wir leider auch die Helligkeit drauf drehen und ich sehe schon, das bringt auch hier nichts. So, dann machen wir da auch nochmal einen Schnitt rein und stellen vielleicht hier die Helligkeit wieder zurück. Kini, das ist keine gute Idee. So, dann machen wir wieder so Überbrückungskanten, also so ja, Schnittsprung. So, jetzt gehört ja das da wieder zusammen, das habe ich jetzt natürlich getrennt, dann verrutscht das. Und halt wieder zusammenfügen. Ja, da mache ich halt dann immer so ein wenig, ja, noch Möglichkeit an der richtigen Stelle. Tja, so ist halt das Leben, ne? Ja, so funktioniert es immer. Ich weiß, ich bin jetzt im Moment wieder ziemlich still gewesen, dann war es euch langweilig. Leute, ich freue mich. Ja, das immer wieder rausschneiden ist halt, ich sag mal, recht eindeutige Sache. Ihr habt schon gemerkt, ich gucke auch nicht das ganze Video. Ich freue mich jetzt auf die Arbeit zu fahren. Ich bin zwar normalerweise nicht für den Winter wegen den dicken Klamotten, wegen dem Salz auf die Straßen und so und. Aber ich freue mich wirklich, wenn ich jetzt gerammt ist, mit dem Auto zu fahren, da macht es Laune. Ja, ich war. Tja, da kennt man halt leider gar nichts. Kennt man auch. Da machen wir mal noch das Ausblenden vom Video und das Ausblenden vom Ton quasi, also Audio und Video ausblenden. Ist ein bisschen schöner. Dann tun wir das da leicht überlappen. Gibt ein wenig schönere Kanten. So viel zum Thema. Ach, die Adele, ich weiß nicht, ob man überhaupt was erkennt. Die liegt da oben auf der Koppel im Schnee. So viel zum Thema vom letzten Mal mit dem Video und Strom. Naja. Ja, mein hat zwar sein Name ist hier noch. Na, Reili. Ja, der Willi. Alte Vogel. Nein, nicht auf die Tastatur. Es gibt Chaos. Nee. Na, jetzt soll sie scheinbar aufgehängt. Nicht oh, die Tastatur, mein Freund. Oh, jetzt bleiben wir weiter drin, Paul. So. Ja, dann wir runter jetzt am Auto und dann fahren wir auf die Arbeit. Jo, letztes Stück wieder mit weg. Zack, boom, weg. Man sieht nix.
Da habe ich die Zündung eingeschaltet. Na, das können wir vielleicht noch mit reinnehmen. Ja. Ich hoffe, das ist euch jetzt nicht zu langweilig hier, das Ganze. Moment, stopp. Vielleicht können wir das auch mit der Helligkeit noch ein bisschen anpassen. Ich will es aber nicht zu viel. Jetzt macht es. Dann will ich es nicht übertreiben, weil da kommen dann Laternen, Straßenlaternen. So, auch ein bisschen überlappen. Ja, da ist der Strahler, der Automatikstrahler noch an gewesen und da war er aus. Also im Auto war es zwar hell genug, ich habe mal zum Schluss und alles erkannt, aber ja, das leidige Thema mit der Kamera. Mein Auto muss ja vorgeglüht werden, Licht an und jetzt sieht man wieder was. Wenn auch nicht viel, aber für mich langt's. Ja, da habe ich dann entschieden, mit dem Auto extra da unten rumzufahren. Ich wollte ja wegen was vom Schnee. Ja, und dann sind wir halt ein bisschen Lack gefahren. Und da können wir eigentlich jetzt bis zum Ende springen, weil das schaue ich mir auch nicht im Ganzen an. Also nicht, weil ich das nicht interessant finde oder was, sondern einfach schlichtweg aus dem Grund, weil ich kenne die Ford, ich habe die Ford ja selber gesehen und ich will sie euch zeigen. Und ich weiß, was während der Zeit passiert ist, also brauche ich das ja nicht selber jetzt nochmal angucken, weil, wie gesagt, kenne ich ja. Im fertigen Video gucke ich es mir meistens da nochmal an. Wenn das Video wirklich komplett fertig ist. So. Da ist sich wieder aufgehängt irgendwie. Ein Kini. Du magst Sachen, Opa. Ja, so geht's auf jeden Fall weiter. Ich würde sagen, wir sehen uns dann noch einmal, weil bevor ich euch das jetzt undo und das alles zeige, dann wird es wahrscheinlich doch ein bisschen langweilig für euch. Das muss ja nicht sein, ne? Hier ausblenden. So, und so schaut es dann ganz aus, wenn ich das ausblende. So, ich bin schneiden beim letzten Stück angekommen. Ich habe noch ein wenig mit der Helligkeit ein wenig rumgetrickst, dass zumindest noch ein bisschen was rausgeholt werden kann. Ja, und das ist da quasi mein Schlusswort hinten dran. Ich muss was essen und dann muss ich jetzt weg. Ja, genau. Das war in dem Dorf, glaube ich, aber eigentlich die beste Lösung. So, und dann suchen wir uns eine schöne Stelle, wo wir dann einen Cut machen. Und zwar da. Dann drücke ich wieder meine Taste S. Dann schneiden wir das wieder weg, das Tone und weg. So, dann soll das Video nicht einfach so aufhören, sondern dann wollen wir natürlich auch wieder Audio ausblenden und Video ausblenden. Und dann hört nämlich das Video, wenn man es jetzt am Ende hat, so auf. Zack. Genau so wollen wir das. Ja, und wenn das dann alles fertig ist, dann wollen wir einen Kontrollgang machen. So ist das Video einfach, das war aufgeteilt, die Kamera, die macht das noch 11 Minuten, da ist es in zwei Trümmer. Und da habe ich ja wegen mit der Helligkeit getrickst, weil da habe ich ganz hoch die Helligkeit gehabt und bin dann ein wenig stückchen weiß runtergegangen. Quasi habe mehrere Cut gemacht und immer die Helligkeit ein wenig runter. Zack, 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 dass er ein wenig dunkler wird. Weil sonst ist das zu krass, wenn es in die Garage neig ist. Das ist halt alles ein wenig probieren. Ja, und wenn das gemacht ist, dann gehe ich da oben auf Exportieren. Dann gehe ich auf Erweitert. Codec. Stelle ich immer auf 75.
Gut. So, dann Datei explodieren. Und wie nennen wir das? Das ist auf alle Fälle mal dieser PC. Dann machen wir es in der Ordner I. Dann machen wir es in Filme und nennen Thomas. Puh, 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 puh. Ich weiß, wie ich es nenne. Lebenseinstellung. Weil das Schlusswort, da geht es quasi da so ein wenig drum. Ja, die Grundgedanken. Und dann speichern wir das. So, und dann fängt der Computer jetzt das Abend an. Der wird jetzt auch gleich den Geräuschspiegel da ein wenig ändern. Der ist gleich richtig zu tun. Na? Noch sucht er sich die Daten zusammen. Da oben scheint dann nämlich normalerweise mir die Zeit, wie lang es gedauert hat. Genau, jetzt geht's los. 1% oder jetzt. Das ist jetzt der sogenannte Rendern. Der erstellt jetzt aus dem Video da oder meinen fertigen Film. Also aus den ganzen Schnipsel da erstellt er mir meinen Film. Der wird gespeichert und das ist das, was ich dann in YouTube hochladen kann. So, so funktioniert das Ganze eigentlich. Mehr ist das nicht. Ja, und der nächste Schritt ist halt dann, wenn das dann hochgeladen ist, dann morgen das in YouTube hochladen. Das, ich weiß nicht, wie es schon mal gemacht wird. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Ihr habt ja normalerweise ein fertiges Video, das die ihr da dann auswählen. Also, wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Das ist ja nicht fertig. Ihr geht ja auf YouTube. Und dann könnt ihr es ja hochladen. Video hochladen. Ja, und dann Datei auswählen. Ist klar. Ist jetzt natürlich noch nicht fertig, deswegen können wir es noch nicht machen. Abbrechen. Ja, und dann lädt ihr das noch hoch. Dann kannst du noch ein wenig einstellen. Und das ist eigentlich schon die ganze Kunst und das Ganze, was da unten so ein wenig dahinter steckt. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Ganz simpel und einfach. 1 Stunde 7 rendert der jetzt. Es dauert 1 Stunde 7, bis er fertig ist. Also jetzt quasi, jetzt haben wir 20.19 Uhr. Also ist er so circa, naja, meistens dauert es ein wenig länger. Ich würde sagen, auf 9:30 Uhr, 10:15 Uhr im Dreh ist er fertig. Und dann kann ich es in YouTube laden. Ja, das macht er jetzt dann, wie gesagt, alles voll an. Noch aber der Computer nicht richtig. Der war dann noch ein wenig lauter. Der hat 12 Kerne, die er auf 24 erweitern kann. Physische Kerne dann. Und dann arbeitet das Ding aber auch mit einer gewissen Lautstärke. Dann laufen die Lüfter und dann, ja, da entwickelt er Wärme. Ja, die Hunde sind in der Zeit natürlich dann müde. Ne? Ja. Bist eine arme Sau. Ja, so schnell sind sie wieder fit. Nein, ihr sollt nicht auf die Tastatur. Bevor die mir jetzt hier wirklich nur was drücken. Ja. Vogel. Was denn? Kumpel. Großer Kumpel. Kleiner Kumpel. Großer Depp, kleiner Depp. Knödel. Knödel und los. Bist der Schöne. Und du bist da schön. Ihr seid alle zwei Schöner. Gut. Ja, das wird's das. Und was dann noch passiert, werden wir sehen. Ja, wenn wir schon beim Blick hinter die Kulissen sind, ja, sind wir gerade in meine Küche. Ich habe, wir haben jetzt den 23. mittlerweile, ja, schon länger nichts mehr von mir gekommen. Das hätte ich vielleicht am Anfang vom Video sagen müssen, aber das ging nicht. Es hat nämlich einen kleinen Unfall gegeben. Ich blende mal hier kurz ein Bild ein. Ja, da hat es leider ein kleines Malheur gegeben mit dem Türstück da, oder?
vom Wohnzimmer da rein und irgendwie der Warming hatte wie mein Fuß. Naja, kann ja mal vorkommen. Deswegen kommen so Zeit lang nichts von mir, weil ich wohne nicht so gut zu Fuß unterwegs. Mittlerweile geht es zu Fuß wieder gut. Es zwickt noch manchmal ein bisschen, aber nicht mehr schlimm. Ja, wir haben den 23. mittlerweile und ich habe heute das Abendessen für morgen vorbereitet. Sieht mir jetzt allerdings auch nicht viel. Ui. Tja, das ist keine Suppe. Das ist Regulasch. Noch nicht ganz fertig. Das kommt morgen noch auf den Dutch-Ofen. Quatsch. Auf die Kohlen. Es ist ja schon im Dutch-Ofen drin. Das ist der Dutch-Ofen. Kommt morgen auf die Kohlen. Und da wird es dann noch mal 4-5 Stunden so schön vor sich hin köcheln lassen, dass es noch schön durch wird. So ist der Plan. Ja, genau. Morgen gibt es dann noch einen Erbsenstampf dazu, selber gemachten. Und das ist das Weihnachtsessen quasi, ja. Ja, und ansonsten, was ist jetzt in letzter Zeit passiert? In der Maschine liegen ein ganzer Haufen Teile vom MB-Drag. Vielleicht komme ich dazu und zeige euch die dann noch einmal. Und morgen ist Weihnachten. Ich werde aber heute nicht wie sonst die Stelle à la komplett ausmisten. Denn Eselstollen hinten habe ich erst gemacht. Mit dem werden wir noch einen kleinen Moment warten. Weil da streue ich jetzt lieber ein wenig drauf. Dann habe ich ein wenig schöner Mistmatratzen, die unten aber saucht. Die ist momentan noch nicht so natürlich hoch. Da mache ich jetzt keinen großen Aufriss. Wo ich eventuell morgen mal gucken muss, wenn die Hühner die sollen und beide Schweine auf jeden Fall ein bisschen was machen. So ist jetzt der Plan. Ja, das ist jetzt einmal so einmal das aktuelle Ziel, was ich so geplant habe. Ja, wie gesagt, vom MB-Drag sind eigentlich auch Teile gekommen. Da hat sich's ja aber leider zerschlagen. Habe ich das schön am Video gesagt? Kann sein, kann nicht sein, weiß ich nicht. Motorengetriebe, was wir eigentlich kriegen sollten für 2.800 Euro. Wäre UM314A gewesen und da MB-Drag Splitgetriebe. Also das pneumatische Splitgetriebe. Das Baujahr, ich glaube 82 wäre es gewesen. Ja, hat sich auf jeden Fall zerschlagen. Der Verkäufer, der weigert sich jetzt herzugeben. Oder hat es jetzt anderweitig hergegeben, weil es wohl zu billig war oder was der Teufel was. Ärgerlich, wir stehen jetzt wieder ohne Getriebe da. Naja, Motor ist wurscht. Das haben wir jetzt auf jeden Fall einmal ab ACTA gelegt mit dem Motor. Da haben wir so viele Teile unten liegen. Da war der Motor, der wo drin ist, wieder sauber hergerichtet. Der ist dann auch wieder wie neu. Und Getriebe müssen wir halt einmal gucken, was wir herkriegen. Wird sich schon irgendwie was finden. Aber kommt Zeit, kommt Rad. Oder so ähnlich. Das erste, was ich jetzt auf jeden Fall mache, ich schnappe mir jetzt einmal mein Auto. Geh mal Futter holen. Wir haben halt Mittwoch. Dann komme ich wieder heim, ausladen. Auto aufräumen, Futter aussortieren. Stellheit soweit fertig machen schon mal. Ja, 6 Uhr gibt es Abendessen, sind knapp 2 Stunden. Und dann ja, schauen wir mal weiter. So in etwa. So, mein Futter habe ich geholt und schon mittlerweile aussortiert. Und jetzt war ich hinten im Gasenstall. Gasenstall, Kühlstall, Eselstall, Pferdstall, wie ihr das nennen wollt. Das ist mir cool. Ja, und da jetzt die Viecher soweit versorgt, gehen wir an den Maggi, fressen da ein wenig Heu. Und draußen in der Heuraufe ist auch ein wenig Heu. Das sind die Adele und die Röller und der Gandhi und der Joggel. Ja, eingestreut ist. Wasser haben sie auch noch draußen, da war ich morgen auch frisch rein da. Für morgen fürs Abendessen habe ich noch Äpfel eingewaschen. Weil ich habe ja. Also für Äpfelstumpf brauche ich ja möglich kochende Äpfel. Gleich noch eine Arme gewaschen. Ist erledigt. Ja, jetzt habe ich denen noch ein Silo rein. Ich habe den mittlerweile zweiten Ballen aufgeschnitten. Der erste war ja schon leer. Also was heißt schon leer? Der ist am letzten Samstag leer geworden. Ja, und jetzt haben wir den zweiten offen. Allerdings bei dem Pisswetter muss ich schauen, dass ich ihn jetzt wieder abdecke. Weil das ist scheiße, dann läuft die ganze Brühe neu. Und ich schneide da gleich unten auf, da kannst du unten wieder rauslaufen. Ach ja, 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 das Drama. Oh, die Vögel. Die Rollade hü. Ja, wie gesagt, du jetzt gleich noch ein Silo neu, dann ist der Stall soweit fertig.
Dann packe ich ein Silo zusammen für meine unten, also für die Schweine. Dann muss ich den Stall noch fertig machen. Und dann, jo, dann ist für einen Vor-Weihnachtsabend quasi Feierabend. Und morgen muss ich mal schauen, wie ich es dann am besten mache. Also zumindest den Hühnerstall möchte ich. Und halt das Nutzerzeug für die Schweine größtenteils wieder raus. Ich meine, das mache ich sowieso. Aber dass das dann auch wieder wird. Ja, ich würde sagen, bei den Schweinen sehen wir uns gleich noch einmal. Schrot habe ich da auch schon. Das ist für morgen dann gleich. Die Aschdatonne ist schon wieder leer. Guck, leer. Und die zwei da. Ja. Lang bis noch die Feier durch. Da brauche ich mir keine Gedanken machen. Da habe ich keinen Stress. Gut. Ja, mach Silo rein. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt bin ich unten bei den Schweinen. Da bin ich auch so weit durch. Also morgen kommt noch mal ein wenig frisch Stroh drauf. Gestern hat es noch frisch Stroh gegeben. Weil es draußen einfach so batschert nass ist, so feucht, das ist alles so klamm. Ja, aus dem Grund. Hey! Aus dem Grund habe ich ihnen jetzt nur mal ein wenig Seespäne. Das saugt ein wenig Feuchtigkeit noch weg. Zusätzlich. Ja, habe ich von und hinten und morgen gibt es da noch einmal eine schöne fette Strohschicht drauf. Das Nasserzeug, was von da drauf war, ist natürlich wieder rausgerammt, das ist alles weg. Ja. Das sind halt die täglichen Arbeiten, die ich habe, ne? Ja. Ja, du brauchst dich nicht aufhören, du hast auch genug gehabt. Schnauze. Doch. Doch. Ja, ja. Jo, also sind wir soweit durch. Damit, ja, würde ich sagen, das war dann das Video für den Weihnachtstag. Das nächste aber dann demnächst, jetzt aber wieder kommen. Wie gesagt, das hat mich alles ein wenig aus der Ruhe gebracht mit meinen Zehen. Ups. War ja so nicht geplant. Ja, ich denke mal, Freitag, erster Weihnachtsfeiertag, war keins, komm mal, vielleicht am Samstag. Nee. Freitag ist der erste Weihnachtsfeiertag, Samstag ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Doch, habe ich doch richtig gesagt. Keine Ahnung. Schon zu spät, weil es halt fürs Abendessen ist. Es ist schon wieder noch 6er, wie immer. Auf jeden Fall. Ja, ich denke, mal schauen, vielleicht kommt die Woche noch einmal eins. Wenn nicht, dann wieder am nächsten Dienstag. Ja, schauen wir mal. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt dann erst einmal schöner Weihnachten. Ab wo geruhsamer doch, ab wo geruhsamer Feier doch. Ich hoffe, das Video da hat euch gefallen. War halt einmal ein wenig, ja, einmal zeigen, was ich überhaupt für Schnittprogramm verwende. Was hinter der Kamera passiert, wenn ich gerade nicht filme. Ja, solche Sachen halt. Habe ich gedacht, das ist vielleicht auch mal interessant. Und in diesem Sinne, jetzt wünsche ich euch was. Habt einen schönen Heiligabend. Habt zwar schöner Feiertag, hoffentlich vielleicht trotzdem in der Familie. Vielleicht kommen wir ja doch ein paar Leute da, wenn sie mit dem ganzen Corona-Scheiß oder nicht mehr wissen, was sie wollen. Ich drehe ja eh alle durch. Ich äußere mich nicht mehr dazu. Ich wünsche euch was. Bis die doch. Servus!